Welcome back im Race and Speed Shop. Heute mal wieder wirklich im Race and Speed Shop. Letzte Woche waren wir ja bei Martin, haben den Bus gemacht. Aber heute sind wir wirklich mal wieder bei uns im Speed Shop und wir wollten Danke sagen. Wir hatten ja gefragt, Panel Truck, was für eine Werbung. Wir hatten gesagt, wir wollen vielleicht Dr. Pepper raufmachen, aber ihr habt auch so mega coole Vorschläge gehabt. Wir haben es umgesetzt. Tada! Es ist fertig. Und? Nein, ist natürlich nur ein Scherz. RaceSense wäre auch immer eine coole Werbung, aber wir hatten ja Dr. Pepper gesagt, jetzt kam von euch Budweiser. Mega coole Idee, ein Budweiser Truck ist natürlich super, vielleicht würde man ein bisschen oft angehalten werden, ne? Mit einer Bierreklamen-Werbung auf dem Auto, was meinst du, Alex? Ja, ich denke doch. Ja, aber wäre auch cool, wenn dann da wirklich Budweiser drin wäre. Aber ihr habt ja noch mehr Vorschläge gemacht. Big Red Gum, total coole Idee, wäre ich nie drauf gekommen. Alex? Nee, also ne? Wirklich. Aber passt auch von der Farbe. Ja, super, super, super. Was war noch? Heinz Ketchup hatten wir noch. Heinz Ketchup. Super geil. Ja, auch super geil. Und dann war noch irgendwas, einer hatte noch geschrieben. Blattgoldschrift. Blattgoldschrift. Finden wir auch mega. Kann ich mir auch richtig cool vorstellen. Eine Werbeschrift und dann wirklich mit diesem gedrehten Blattgold, so wie man das in den 50s, 60s gemacht hat, als man das Ganze noch von Hand aufgezeichnet hat. Super Idee. Wir haben eine Menge im Kopf und lasst euch überraschen, was wir hier draus zaubern. Das kommt aber später, weil da müssen wir uns echt erstmal entscheiden. Also tausend Dank für die super coolen Vorschläge. Großartig. Wir hätten euch aber noch was gefragt und dafür gehen wir kurz raus und gehen mal an das Objekt der Begierde Nummer 2. Und da sind wir bei unserem Monster C20. Auch hier vielen Dank fürs Feedback. Klar, was ihr alle sofort gesehen habt, was auch wirklich nicht so schön ist, ist die wabbelige Haube. Ne? Das muss natürlich gerichtet werden. Das heißt, wir werden hier hinten wieder einen Steg einschmeißen. Die Trichter kommen weg, geht in Deutschland nicht, offene Ansaugtrichter. Und da kommt ein schöner Scoop drauf. Da haben wir schön so einen Sixpack-Scoop uns besorgt. Das wird mega aussehen zu dem Auto. Des Weiteren geht es natürlich um die Hauptfrage, rauf oder runter. Ihr wisst, wir sind Gather-Fans, viele von euch haben auch geschrieben, rauf das Ding oder oben lassen. Wir haben hier die Nautilus in Gather, vielleicht kann Alex den mal einblenden, Alex, oder? Klar. Weil ich die Nautilus so gern habe. Ja, er gefällt uns so super gut, er würde uns aber auch schön tief super gut gefallen, weil er ist ein Longbed. Und er hat ein gechopptes Dach. Das heißt, wenn die Karre fett tief auf dem Boden liegt, so wie zum Beispiel der Nesca Pickup. Alex, könntest du den vielleicht nochmal einblenden? Sehr gerne. Aber von dir könnte auch mal so eine Idee kommen, was einzublenden. Nein, also es hat beides was. Hochgather-mäßig, total cool. 60s sind wir eh. Ne? Der Race and Speed Shop ist komplett 60s verstrahlt. Aber das Ding in mega flach auf dem Boden kauernd. Vielleicht auch noch irgendwie Nesca Wheels. Mal gucken, also wir wissen es noch nicht so genau. Hat beides seinen Reiz. Müssen wir mal gucken, was wir jetzt machen. Also die Mehrheit hat geschrieben tief. Was wäre das jetzt für ein Aufwand, den dann tief zu legen vorne? Die Mehrheit hat geschrieben tief, das ist richtig, Alex. Es ist kein großer Aufwand. Es gibt für diese Trucks gibt es wirklich alles. Ihr könnt vom Aschenbecher bis zum Zigarettenentzünder könnt ihr alles neu bestellen, weil diese Trucks einfach ultra fett und ultra viel gebaut wurden und haben eine mega Community. Also bei eBay einfach eingeben und dann... Ja, ganz einfach. eBay Deutschland weiß ich nicht. Wahrscheinlich verkaufen sogar Leute auf eBay Deutschland was. Aber eBay USA. Aber es gibt natürlich auch noch spezielle Shops dafür. LMC Truck, Classic Industries, Orange County. Es gibt, also ich könnte zig aufzählen, Eklas. Die Sachen könnt ihr, wenn ihr jetzt nicht direkt drüben bestellen wollt, könnt ihr die Sachen auch alle direkt... über KTS zum Beispiel bestellen. KTS macht da einen super fairen Handel. KTS gibt euch einen super coolen Dollarkurs weiter. Also wenn ihr mal Sachen aus USA bestellen wollt, euch aber nicht sicher seid, wie es läuft und mit Zoll und so weiter. KTS ist da wirklich eine sehr gute Adresse. Sorry für die Schleichwerbung, aber die machen es einfach gut. Ja. Also, jetzt zum Tieferlegen. Es gibt für $760 Tieferlegung vorne, hinten für diesen Truck. Die Aufhängung von diesem Truck wurde von irgendwas in Anfang 60 bis 90, glaube ich, unverändert gebaut.
Vorne Tieferlegung, ganz klar. Andere Federn müssten rein. Andere Spindeln, wo die ganze Bremse und sowas dran aufgehängt ist. Damit kriegt ihr den Wagen schon mal schön tief. Und dann gibt es natürlich auch noch so Sachen wie Hotchkiss-Fahrwerk, wenn man den Wagen dann auch wirklich zum Kurvenbeißer machen will. Hotchkiss-Fahrwerk, unser Skylark, der wunderschöne Skylark, oder Global West von Dennis, der wunderschöne Impala. Die haben diese Fahrwerke zum Beispiel drin. Wir haben Hotchkiss schon relativ oft verbaut, auch Global West. Mit solchen Firmen kriegt man so ein Auto dann auch wirklich, trotz der Ladefläche, trotzdem, dass er so leicht ist, kriegt man ihn auch wirklich zum coolen Kurvenbeißer und hat dann jede Menge Spaß. Das wäre halt die tiefe Variante. Für 67 Dollar kriegt man das Kit und das alles einzubauen, ist es dann auch schwer oder geht das? Oder? Nein, das ist ein bisschen Arbeit ist es. Du brauchst Federspanner, du kannst dann aber auch gleich mal alle Bushings, also alle wie sagt man das in Deutsch, die Gummis zwischen den, ne, kann man dann auch gleich alle neu machen. Es ist ein bisschen Arbeit, ist aber jetzt kein Hexenwerk. Ne, genauso wie diese Fahrwerkseinbauten von Global West, Hotchkiss und wie sie alle heißen, das ist einfach nur eine Schraubarbeit. Ne, da musst du kein Atomwissenschaftler für sein oder Raketenphysik studiert haben, sondern das ist schon relativ, ist alles schöne Handarbeit. Ja, vielen, vielen Dank. Auch hier, wir wissen es noch nicht genau. Es bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall, ihr seid großartig. Alex und ich bedanken uns ganz, ganz doll bei euch. Ja, Alex hebt auch einen Daumen hinter der Kamera. Könnt ihr leider nicht sehen. Genau. Großartig. Danke fürs Feedback. Ja, und während ihr das jetzt guckt, ist natürlich Samstag. Samstag ist Schrauberzeit. Also geht in die Garage, macht euer eigenes Ding, baut eure Autos, baut sie hoch, baut sie tief, baut sie breit, baut sie schmal, baut sie schnell, baut sie laut, baut sie irgendwas, aber baut was. Habt einen coolen Samstag. Wir fahren jetzt rüber zu Martin, zu unserem Crewchief, holen den Bus aus der Halle und fangen mal an, die Nautilus zu verladen, weil wir haben in nächste Woche, da haben wir nämlich dann, es wird der Samstag gesendet, ja. Wir haben nächste Woche Samstag die Streetmax Show in Hannover, da werden wir anzutreffen sein. Wir werden die Nautilus mitnehmen, werden ein paar Burnouts ziehen, auf jeden Fall, weil dafür sind wir da. Und sind Samstag und Sonntag da. Wer da ist, ey, kommt zu uns. Wir freuen uns auf jeden Fall über jeden, der kommt und versuchen mit jedem mal ein bisschen was zu schnacken. Und ja, habt einen schönen Samstag. Wir sind raus.